Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Victoria 2. Wie ihr vielleicht gestern schon gesehen habt, wir sind bei einem Cliffhanger stehen geblieben. Wir sind von Skandinavien aufgefordert worden, uns im Krieg gegen Frankreich zu unterstützen. Frankreich wird dabei unterstützt von Russland. Skandinavien wird dabei allerdings unterstützt von einigen hochrangigen und durchaus sinnvollen Ländern, nämlich von Deutschland, dem Osmanischen Reich, Spanien. Das ist durchaus hochkarätig. Auch die Niederlande sind auf ihrer Seite dabei. Ich glaube, Belgien ist auf der anderen Seite. Kann das sein? Ja, Belgien auf der anderen Seite und Schweiz auch. Hey, die Schweiz. Da hätten wir doch einen direkten Bezug zu Frankreich oder die Schweiz. Wenn wir auf die Seite Skandinaviens einsteigen, hoffe ich, dass wir der Anführer im Krieg werden. Das könnte durchaus sein. Wenn dem so ist, könnten wir vielleicht einige Forderungen stellen, die ganz toll sind. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den Krieg gewinnen. Eigentlich gibt es nur einen sinnvollen Gegner in diesem Konflikt, nämlich Russland. Frankreich ist nach dem letzten Weltkrieg noch ziemlich gebeutelt und sollte eigentlich keine Chance gegen Deutschland und uns haben. Russland hingegen könnte durchaus ein harter Brocken werden. Die sind gestärkt durch den Krieg gegen China. Sie haben auch, glaube ich, den höchsten militärischen Wert derzeit. Ja. Das drückt allerdings, wie schon gesagt, das liegt hauptsächlich daran, bei uns, wir haben deswegen einen niedrigeren, weil wir die antimilitärischen Liberalen haben. Die werden wir jetzt gleich einmal ersetzen, weil natürlich werden wir unserem Bündnispartner zu Hilfe kommen. Wow. Und wir sind im Zweiten Weltkrieg. Und dieses Mal scheint es wirklich sowas wie ein Weltkrieg zu sein. Na, auch nicht unbedingt. Schauen wir mal. Großbritannien ist nicht dabei. Das wäre noch wichtig für einen Weltkrieg oder die USA. Egal. Auf jeden Fall, wir sind noch bei Ernennung hier. Das heißt, wir können die Typen ersetzen durch die Radikalen. Ich glaube, das werden wir tun. Die haben Hurra-Patriotismus. Das ist sehr wichtig. Ja, außerdem sind sie tatsächlich sind sie für ein limitiertes Bürgerrecht im Gegensatz zu den Konservativen, die für Resident sind. Ich finde das interessant. Die Reaktionären sind bürgerrechtsmäßig liberaler als die Konservativen. Ist okay. Das heißt aber, wir können hier. Das Heeresbudget raufschrauben. Wir müssen ein wenig warten, einen Tag, damit wir auch die Steuern anpassen können. Steuern werden auf 90% angehoben, auf 30% und auf 55%, sagen wir mal. Schauen wir mal, dafür gehen wir da auf 100%. Oder auf 90%, durch die Genfer Konvention können wir ja nicht auf 100 gehen. Ach, da gehen wir auch auf 100%. Wer weiß, wozu wir die Schipernackeln brauchen. Zumindest um die Adria zu sperren, brauchen wir sie. Ups. Nicht die Schiffe angeklickt, sondern die Armee. So, jetzt schauen wir mal, mit wem sind wir denn im Krieg? Mit Russland, Frankreich, Schweiz und Belgien. Uff. Aus Skandinavien ist auf unserer Seite. Na, das sollte ja wohl kein Problem sein, selbst Kolonialfrankreich zu besiegen. Nachdem wir da schon 30.000 Mann haben. Krabbeln wir gleich mit denen da rein. Da unten müsste man ja auch irgendwo noch eine
ein Heer haben. Gehen wir mal daher, sicherheitshalber. In die Nähe von diesen 36.000 Mann, gemeinsam mit denen können wir ja wohl da einiges erlangen. In Südafrika. Und damit die 30.000 nicht so alleine sind, kommen die 23.000 von da auch noch her. Gut, gegen Russland sind wir definitiv nicht so gut aufgestellt wie gegen Deutschland. Was das betrifft. Aber immerhin ein wenig. Wir gehen da mal rein. Mit unseren Truppen. Und stellen uns mit den anderen dahinter. Das heißt, im Endeffekt machen wir da dicht die Grenze. Und warten, bis Russland zu uns kommt. Und hier werden wir auch an die Grenze gehen. Schauen wir mal, ob wir die Schweiz vielleicht relativ schnell aus dem Krieg rauswerfen können. Ich fürchte, das wird sich nicht so einfach, wird nicht so einfach sein, wie es jetzt erscheinen mag. Nachdem die Osmanen auf unserer Seite kämpfen, können wir da die Truppen ja abziehen. Nö. Geht's nach Trent mal. Hier geht's nach Bergamo. Die gehen alle in die eine oder andere Richtung. Da, die sind noch frei. Ich hoffe einfach, dass die Deutschen keinen Blödsinn machen. So, die kümmern sich auch hier um die Grenze. Die gehen daher und ihr in Baumberg, Nischno sind wir schon. Geht es nach Katowice? Geht da auch wer hin? Ja, da geht schon wer hin. Dann gehen wir mit euch. Wohin des Wegs? Geht mal daher. Oder nach Torun, das wäre eine Möglichkeit. Wo gehen die hin? Nach Allenstein. Das ist gut. Mit etwas Glück kämpfen die vor allem gegen die Deutschen. Schauen wir mal, was passieren wird. Nach Thermopyl. Und wieder dort am 30. Wir sind am 29. dort. Sehr gut. Schauen wir mal, ob er stehen bleibt. Kielce, Bromberg, Ternopil, Bergamo. Nö, der geht weiter. Und dann komm her. Kulcinati, Lugano, Oppeln, Kalisch, Zürich. Gut, erster Kampf. Das ist gut, dass er, dass er da mich angreift. Das ist ausgezeichnet. Ich glaube, den könnten wir da gleich einmal auseinandernehmen. Ich glaube, technologisch sollten wir den Russen überlegen sein. Ah, da sind 30.000 Schweizer. Mit etwas Glück müssen wir mit denen nicht unbedingt kämpfen. Wenn es irgendwie möglich ist, will ich das vermeiden, mit denen zu kämpfen. Vielleicht genügt es, wenn ich denen einfach nur Sachen einnehme. Okay. Da machen
machen wir mal lustiges Zeug. Hurra. Da schauen wir uns mal gegenseitig böse an über die Grenze. Diese 35.000 werden wir so gut wie möglich vernichten. Russland mobilisiert, Frankreich mobilisiert, schlecht. Deutschland soll mobilisieren. Komm schon, Deutschland, mobilisiere. Du Schwammerl. Skandinavien soll mobilisieren. Hat Skandinavien mobilisiert? Nö, natürlich nicht. Wozu auch? Wir führen ja nur Krieg gegen zwei Großmächte. Deppen. Hat sie mobilisiert? Nee. Sicherheitshalber. Die glauben einfach, dass ich so stark bin, dass sich das trotzdem ausgeht. Ich hoffe, sie schneiden sich nicht. Relativ gut weiterhin, was das Geld betrifft. Wir zahlen unsere Leute einfach gut weiter. Wenn sich das ausgeht mit den Steuern, dann bin ich da sehr glücklich darüber. Geht's mal daher, genau, und bewacht's mal den Hafen. So, da haben wir 36.000 Russen, da haben wir 30.000 Russen. Das gefällt mir nicht. Die Osmanen werden da ziemlich leiden in dem Krieg. Ah, da sind ja noch einmal 30.000 Mann. Die kommen daher mal. Schauen wir mal, was passiert da in dem Krieg. An für sich hoffe ich, dass die Skandinavier da den Krieg führen für uns in den Kolonien. Bis nach Brescia. Du liegst da zentraler. Na gut, ich glaube, wir stehen jetzt einmal ganz gut. Okay, in der Ostsee. Wo ist Bilma? Ah, da, gut. Hier steht es mal da. Gut, wir belagern da mal. Wir belagern da mal und schauen mal. So, die Niederlande will durch uns durch. Natürlich dürfen sie durch. Auch ihr dürft durch mich durch. Nona. Ihr seid immerhin gute Verbündete hier im Krieg. Stanislavov. Okay. Schade, den können wir nicht einfach so wegziehen. Ah, wir haben ja da auch noch irgendwelche Rebellen, die wir bekämpfen. Wo gehst denn du hin? Nach Locha. Gut. Du bist auch noch Trend. Dann gehst du vielleicht weiter nach Innsbruck. Oder nach Mailand. Na, du gehst nach Mailand weiter, ist vielleicht besser. Nein, nein, nach Bozen. Und du gehst nach Mailand weiter. Trend bringt doch gar nichts. Wir sind nicht an der Grenze.
Du gehst eh nach Bregenz, oder? Ja. Damit wir den da oben unterstützen können, sollte er angegriffen werden, was wir nicht hoffen. Sehr gut. Nicht gut. Da oben belagern sie sich gegenseitig. Das gefällt mir gar nicht. So, Belgien und die Schweiz haben auch gemacht. Schade. Das ist nicht gut. Meine Verbündeten machen noch immer nicht. Ich glaube, diesen Kampf werden wir locker gewinnen, oder? Schlacht von Ternopil haben wir gewonnen. Wir haben 5000 verloren, er hat 21.000 verloren. Das ist genau das, was ich hören will. Bozen angekommen ist okay. So, wohin flieht der Wappler? Hinterher gehen wir nämlich. Wieso sehen wir das nicht, wo der hinrennt nach Bauskorb? Ist eh klar. So, du und du gehst daher. Du gehst daher. Und der letzte, der noch da ist, geht auch nach Broskow. Und du gehst daher. Damit dürfte man seine erste Armee hier mal vernichten. Das ist wichtig. Armeen vernichten ist wichtig. Vor allem die starken Armeen wie diese hier. Der hatte da 4 oder 5 Pioniere drinnen, die sind so gut im Belagern, die machen raff, zaff und weg sind meine Befestigungen. Aber wenn wir sie raus aus der Landschaft schießen, dann nicht. Ist okay. Okay, wie immer gewonnen. Weiter. Mhm. Okay, die gehen irgendwo hin. Das ist mir wurscht. Wo ist Lusaka da? Gehen wir mal daher, was soll's. Schauen wir mal, wir hoffen einfach, dass nichts zu Großes da unten stationiert ist. Und wenn es dort stationiert ist, dass es zuerst auf den Skandinavier losgeht. Der geht immerhin weiter nach Süden. Zürich gewonnen. Sehr gut. In welche Richtung flieht ihr? Könnten wir das bitte sehen? Lugano, Luzern, oder? Ach Gott. Können wir bitte sehen, wo die hingehen? Wieso habe ich das bei den Deutschen gesehen vorhin und nicht hier? Naja, wurscht. Oh Gott, es schaut so aus, als wäre da kein Franzose in der Wüste. Das finde ich in Ordnung. Ich
Schau, bei denen sehe ich's, wo sie hinrennen. Die rennen nach Mursuk, um dort zu verhungern. Wieso sehe ich das nicht bei den wahnsinnigen Schweizern da? Zu viele Schweizer. Ah, sehr gut, wir sind in die richtige Richtung gegangen. Wir schießen noch ein paar Schweizer raus. Mir. So, Kalisch gewonnen und dann gehen wir nach Lodz. Mausen angekommen. Dann nach Maradi Kielce gewonnen. Sehr gut, dann gehen wir nach Radom. Hier geht's da rüber. Hier geht's da rüber. Hier geht's danach. Langsames Vordringen in den russischen Raum. Ah, schau an. Meine 24. Armee müsste das sein, oder? Nein, 23. Na gut. Aber die lassen wir noch relativ schön in Frieden. Wie schaut es da drüben aus? An der deutsch-französischen Grenze. Ich bin mir nicht so sicher, das sind 90.000 Franzosen, das taugt man nicht. Das sind viele. Ja, aber das sind 80.000, 160.000 Deutsche. Das könnte stärker sein als die Franzosen. Außerdem haben wir da noch 50.000 Holländer auf unserer Seite. Schwer zu sagen, was da passieren wird. Wir hoffen einfach, dass nicht allzu viel passiert. Und da machen wir gerade ein paar Schweizer tot. Belagerung von Rovne gewonnen. Sehr gut. Gut. Wieso geht der da so komisch? Hat der da keine direkte Grenze? Ah, schaut nicht so aus. So, wie schaut denn das aus jetzt? Wir haben schon 8%, vor allem durch die Schlachten. Ist okay, kann ich damit leben. Mehrphasensystem. Wow, noch bessere Fabriken, noch bessere Landwirtschaft. Kalisch angekommen, okay. Chemisch da angekommen, ist auch okay, kann ich auch leben. Das ist ein unterstützendes Heer. Diese 39.000 machen mich da ein bisschen nervös. Wo kraxeln die hin? Wo auch immer, es ist auf jeden Fall nichts Gutes, was sie im Schilde führen. Die greifen mich sicher an. Irgendwo. Was denn? Jetzt erst fragt sie mich, ob ihr durch könnt. Ja. Okay.
Schlacht von Luzern haben wir auch gewonnen. Stellt sich natürlich jetzt die Frage. Die gehen natürlich alle nach Bern, ist eh klar. Dort kann ich ihn nicht angreifen. Das ist viel zu riskant. Massenkultur und Avantgarde, sehr schön. So, vielleicht sollten wir jetzt doch wieder etwas in die ins Militär investieren. Repetiergewehr. Oder der Direktionismus. Gute Frage. Die Gefechtsbreite wird da auch kleiner. Und wenn wir den Kammerschluss Aufrüstung haben, sind wir sehr viel stärker. Nehmen wir trotzdem den Direktionismus. Mit etwas Glück kriegen wir den Gasangriff. Der würde uns schon sehr, sehr weiterhelfen hier in dem Krieg. Nicht, dass wir jemals Gasangriff einsetzen würden. Nein, nein. Wir sind gute Menschen. Wir tun sowas nicht. So, wohin gehst du? Nach Brev irgendwas. Ist mir wurscht. Ich folge dir nicht wirklich. Na, na. Ha, da sind 37.000 Mann. Sobald wir das erobert haben, könnten wir die versuchen zu erledigen. Sobald wir die 9.000 los sind hier. Sehr gut. Wenn sie sich so trennen. Na, obwohl, wer weiß, ob sie sich so trennen. Die rennen da auch irgendwo hin. Das gefällt mir nicht. Ah. Auch nicht schlecht. 72.000 von 72.000. Wir haben die Schlacht von Zürich gewonnen. Rüber nach Basel. Mist, sie sind noch rübergekommen, bevor ich das Gebiet erobern konnte. Schade. Diese Schweizer Armee ist ziemlich unangenehm, weil sie riesig ist. So, was machen wir? Wir gehen daher. Nein, wir gehen daher. Du gehst daher. Wir erobern die Wüste da. Einmal da hier. Vorratslimit. Wird er überhaupt überall sein? Nö. Achso, na, wenn die da draußen sind schon. Ja, kann man nichts machen. Okay. Na gut, soll sein. Die Deutschen hören nicht auf, meine Verbündeten zu beeinflussen. Was fällt denen ein? Die Schweiz ist schon eine sehr unangenehme Sache. Aus dem Krieg rauszuhauen, das wäre schon sehr schön. Wir sind Chef. Nicht annehmen. Na gut, ich habe es befürchtet. Wir müssen sie jetzt erst richtig fest zusammenschlagen, bevor sie das machen. Du bist da hier.
Ja, sehr gut. Das dürften nur Infanterietypen sein oder fast nur Infanterietypen. Die sind, die werden wir auf jeden Fall, mit denen werden wir auf jeden Fall fertig. Sobald wir das da mal haben. Haya Safari. Hey, wir haben Kur gewonnen, aber da war irgendwas anderes vorher. Okay, ja, das passt. Das lassen wir mal so. Lugano haben wir gewonnen. Also bleibst du mal da stehen. Und Kur haben wir auch gewonnen. Machen wir doch glatt das da. Uff. Explosionen, Bozen, sehr gut. Nein, nein, nein. Okay. Gut. Gut. Ah. Wo geht's denn hier hin? Wollt ihr denen helfen? Das wäre mir aber gar nicht recht. Na, wobei andererseits. Naja, nein, das wäre mir nicht recht. Da müssten wir mit denen da dazugehen. Gehst du mal da hier? Ich glaube, die brauchen da keine Unterstützung derweil. Gehst weiter nach Chur oder nach Bregenz? Nach Bregenz ist besser. Nach Novara. Das würden sie akzeptieren. Das wäre aber toll. Wir können durch Dings. So, wieso haben wir da mehr verloren als sie? Ah, das ist ärgerlich. Ah, verstehe. Ah. Ich kann da nicht weiter nach. Dann gehen wir die Leute wieder ein, weil ich sie nicht erhalten kann. Was kann denn der? Der ist gut in der Verteidigung, aber nicht im Angriff. Was kann der? Kein Angriff und Verteidigung. Du hinterher. Nicht gut. Nicht gut, was wir da machen. Thermopil. Ist okay. Thessalit. Auch okay. Schlacht von Basel gewonnen. Übrigens angekommen. Die schaue ich mir gleich an. Wohin geht's hier? Auch nach Bern ist eh klar. Sicherheitshalber. Châtel. Schaut nicht so aus, als würde da irgendwas entgegenkommen. Das wäre schon da, wenn es das angreifen würde. So.
So, Giannotti. Oh. So. Ja, das ist genau das, was ich befürchtet habe, dass passiert, wenn wir uns zu weit reinwagen in sein Gebiet. An und für sich müsste das aber eh relativ schnell zum Erobern sein, da war schon gewonnen. Unterstützend eingreifen. Okay. Nach Sitten, Novara und Luzern. Wo ist Luzern? Das da. Sehr gut. Sehr gut. Er ist uns in die Falle getappt. Greift Luzern an. Das Einstellen haben wir. Gut, Freunde, ich sehe gerade, wir haben schon 37 Minuten. Wir werden für heute Schluss machen. Das nächste Mal schauen wir, ob wir die Schweiz vollständig aus dem Krieg entfernen können. Das wäre ganz toll, beziehungsweise ich will die eigentlich gar nicht aus dem Krieg entfernen, weil sonst kann ich nicht zu den Franzosen ins Land. So gesehen vielleicht will ich sie gar nicht aus dem Krieg entfernen. Auf jeden Fall will ich sie fertig machen. Wenn sie keine Armee mehr haben, sind sie aus dem Krieg für mich. Na gut, bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß, gute Nacht, schlaft gut und träumt was Schönes.